So, ich hoffe, Sie können mich alle hören. Es ist 18:30 Uhr und wer gerade gesehen hat, dass ich so ganz vorsichtig meinen Daumen gehoben habe, das war das Geheimzeichen an Tobias Koch, jetzt den YouTube-Link freizuschalten. Und ich muss ab und zu mal hier noch ein bisschen auf die rechte Seite meines Bildschirms gucken, weil immer noch einige Leute im Warteraum sind und ich die Personen einfach nach und nach noch zulasse für die Sitzung. Ich hoffe, Sie können mich gut sehen und gut hören. Und insofern sage ich einfach nochmal. So, dann begrüße ich Sie recht herzlich zu der ersten Veranstaltung unserer Ringvorlesung. Mein Name ist Timus Krandis. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, zu unserer Ringvorlesung, wenn ich also hier von uns spreche, dann meine ich damit vor allem auch Susanna Assodi, der ich gleich hier am Anfang ganz recht herzlich für ihr Mittun danke. Wir haben diese Ringvorlesung gemeinsam vorbereitet, organisiert und werden sie nun eben auch so durchführen. Ich bin auf der Suche nach dem Dümmsten. Obwohl, also ich bin eigentlich gar nicht auf der Suche nach dem Dümmsten, denn für diese Ringvorlesung haben wir eigentlich eine ganze Reihe außergewöhnlicher Vortragende gefunden. Und ich freue mich sehr darauf, dass Sie in den kommenden Wochen hier für uns vortragen und mit uns diskutieren werden. Ich bin auf der Suche nach dem Dümmsten. Das ist einer jener schillernden Sätze des Joseph Beuys, von denen Sie sicher auch einige im Ohr haben. Schillernd zwischen Paradoxie, Absurdität und mit der Kraft versehen zum Denken, zum Widersprechen oder zum Schmunzeln anzuregen. Ich denke sowieso mit dem Knie. Wer nicht denken will, fliegt raus, sich selbst. Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung und so weiter. Als ich vor 1,5 Jahren den ersten Entschluss zu dieser Ringvorlesung fasste, erklärten sich die beiden Organisatorinnen von Beuys 21, Catherine Nichols und Eugen Blume, dankenswerterweise bereit, die Ringvorlesung auch in das Beuys 21-Programm mit aufzunehmen. Uns war klar, dass es eine Vortragsreihe aus wissenschaftlicher Perspektive werden würde. Daher die etwas provokante Anspielung auf die bzw. den Dümmsten, die zu suchen seien, kombiniert mit dem Untertitel Joseph Beuys und die Wissenschaften. Und ich mache jetzt ich gebe mal meinen Bildschirm frei und hoffe, das funktioniert genauso reibungslos, wie alles andere bisher funktioniert hat. So, und da möchte noch jemand rein. Doch abgesehen von dieser Anekdote bei der Planung dieser Ringvorlesung, abgesehen von dieser Anekdote eines intellektuellen Spleens oder akademisch schlechten Humors, lohnt es sich gleichwohl genauer darüber nachzudenken, was es mit dieser ja eigentlich interessanten Aufgabe nach der Suche nach dem bzw. den Dümmsten auf sich haben könnte. Wer sind sie und wo kann man sie überhaupt finden? Ich fragte mich, ob Beuys hier mit dem Dümmsten vielleicht auf jene Haltung einer Person anspielt, die von Walter Benjamin 1933 als jene eines wohlgemerkt positiv verstandenen Barbarentums gefasst worden war. Barbarentum? In der Tat. Wir sagen es, um einen neuen, positiven Begriff des Barbarentums einzuführen. Denn wohin bringt die Armut an Erfahrung den Barbaren? Sie bringt ihn dahin, von vorn zu beginnen, von neuem anzufangen, mit wenigem auszukommen,
aus Wenigem heraus zu konstruieren und dabei weder rechts noch links zu blicken. Unter den großen Schöpfern hat es immer die Unerbittlichen gegeben, die erst einmal reinen Tisch machten. Sie wollten nämlich einen Zeichentisch haben. Sie sind Konstrukteure gewesen. Und nun, ursprünglich stammt das Beuys'sche Diktum, wie Sie hier rechts auf dieser Postkarte sehen, aus einer Postkartenedition, die 1979 bei Klaus Stäck erschien. Und die bis heute, wie Sie an diesem Screenshot sehen, auch übers Internet als sozusagen Multiple für ganze 80 Cent zu erwerben ist. Inhaltlich wiederum legt Beuys einen etwas anderen Schwerpunkt, als ich ihn mit Benjamins positivem Barbarentum assoziiert hatte. In einem Gespräch mit dem Theologen und Kunstwissenschaftler Horst Schwebel hat Beuys seinen Satz folgendermaßen kontextualisiert. Die Mehrheit ist unter Umständen eher dazu in der Lage, einen Missstand zu erkennen, als der Wissenschaftler, der Spezialist. Erinnern Sie sich, was Goethe über den Dilettanten gesagt hat? Er hat sich selbst einen Dilettanten genannt. Heute ist ja der Unwissende, der Dilettant, gegenüber einem technologischen Fachmann viel eher bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das zeigt sich bei den Bürgerinitiativen gegen Umweltzerstörungen, gegen die Vernichtung des Lebens, die Vernichtung der Natur und so weiter. Ich meine, dass der Unwissende Universalist ist und aus der Fähigkeit zum Rundblick auf das Ganze, wenn auch nur gefühlsmäßig oder instinktiv, der ökologischen Schäden gewahr wird und so für den Geistmenschen steht. Das ist der Sinn meines Satzes: Ich bin auf der Suche nach dem Dümmsten. Man muss diesem Beuys'schen Gedanken nicht vollumfänglich zustimmen. Aber im Dialog mit Benjamins positivem Barbarentum und übrigens auch der Idee der Bürger- und Bürgerinnen-Universität, für die das Programm der HHU ja auch einsteht, entsteht ein interessanter Ausgangspunkt für das, was wir hier in der Ringvorlesung vorhaben und was aber auch, soweit ich das verstehe, Grundannahmen des Beuys 21-Projektes sind. Nämlich nicht jenen bekannten, mythologisierten, schematisierten und bis zur Unkenntlichkeit mit Fett und Filz verpackten Beuys zu verwalten und das Wissen, das seit Jahren über ihn produziert wird, zu wiederholen, sondern ich würde mir wünschen, dass wir versuchten, wenigstens ein wenig, jene benjaminschen positiven Barbaren und Barbarinnen oder Barbaras zu werden und die Beuys'sche Kunst, sein Handeln, Sprechen, seine Provokationen und seine künstlerische Praxis in die Wirklichkeiten des 21. Jahrhunderts zu stellen. Zu überlegen also, welche Antwortregister sich mit ihm und ihr, der Kunst, entwickeln lassen, im Hinblick etwa auf Demokratie, Solidarität, Transkulturalität, Rassismus und Rechtspopulismus, Europa, das Anthropozän und ähnliche große Paradigmen, die sich uns ja nach wie vor tagtäglich aufdrängten, wären wir nicht durch das Coronavirus und dessen Diskurse wie anästhetisiert für jene anderweitigen Themen und die sich ja eigentlich damit stellenden, drängenden Aufgaben. Nun ist also nach knapp 10 Minuten auch in dieser Veranstaltung erstmals das böse C-Wort gefallen, Corona. Erlauben Sie mir aber, hierauf nicht weiter einzugehen, sondern den Umstand, dass wir in einer Pandemie leben, schlicht zum Anlass zu nehmen, Ihnen einige für unsere Veranstaltung hier daraus folgende organisatorische, kontextuelle und erste auch inhaltliche Hinweise auf den weiteren Verlauf unserer Veranstaltung zu geben. Zunächst also ein paar organisatorische und technische Hinweise. Wie die meisten, oder ich weiß gar nicht, wie viele Leute uns gerade auf YouTube zuschauen und zuhören, aber viele jedenfalls von uns sind jetzt über Zoom zugeschaltet. Das sind all diejenigen, die als
Studierende eben für diese Veranstaltung sich angemeldet haben. Und dann gibt es eben diesen Stream, von dem ich schon sprach, auf YouTube für all diejenigen, die eben nicht im engeren Studien- oder Universitätskontext an dieser Veranstaltung teilnehmen wollen. Für beide Gruppen, wenn ich das einfach mal so trennend sagen darf, haben wir vor, nach den jeweiligen Vorträgen eine Moderation zu ermöglichen. Hier im Zoom-Raum werde ich das versuchen und würde Sie bitten, wenn Sie später in unserem Gespräch, in der Diskussion, auch in den nächsten Wochen etwas sagen möchten, dann im Chat zunächst mal die Hand zu heben und ich versuche dann, den Überblick zu behalten und Sie nach und nach dran zu nehmen. Und für den YouTube-Bereich wird eben Susanna den schriftlichen Chat verfolgen und ihn an uns hier bei Zoom weiter übermitteln, sodass wir vielleicht auch darauf reagieren können. Und da dies auch eine Lehrveranstaltung ist, erlauben mir bitte alle, die sich jetzt gerade nicht für diese Lehrveranstaltung interessieren, einfach nur kurz zu bemerken, dass diejenigen Studierenden, die das möchten, hier für diese Veranstaltung auch einen BN erwerben können, schlicht dadurch, dass sie regelmäßig an dieser Vorlesung teilnehmen und dass auch eine Abschlussprüfung möglich ist, und zwar in mündlicher Form. Und diese Prüfungen werden gegen Ende Juli, also in der Kalenderwoche 29, voraussichtlich stattfinden. Und viel mehr möchte ich an der Stelle jetzt zu diesen studienorganisatorischen Dingen gar nicht sagen. Sie können auf jeden Fall darauf setzen, dass ich Ihnen noch eine Infomail über das HIS-LSF-Programm schicke. Und melden Sie sich auch gerne bei mir in der Sprechstunde an, schreiben Sie Susanna oder mir eine E-Mail, also die Dinge, die zu organisieren und zu fragen sind, kriegen wir über die anderen Wege auch hin. Das müssen wir nicht hier am Abend machen. Wichtig aber noch der Hinweis, dass es auch ein Tutorium gibt zu dieser Ringvorlesung. Das findet ab nächsten Montag immer montags statt, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Und ich will Ihnen das ganz wirklich ans Herz legen, dieses Tutorium zu verfolgen und zu besuchen, denn das ist letztlich auch eine hervorragende Prüfungsvorbereitung. Und Sie sehen hier die beiden E-Mail-Adressen, unter denen Sie sich für dieses Tutorium anmelden können. Vielleicht kann das auch gleich nochmal in den Chat geschrieben werden. Ansonsten steht ja diese Präsentation auch weiterhin zur Verfügung. Dann komme ich wieder etwas von der Lehrveranstaltung weg und möchte Ihnen kurz etwas erzählen über diesen interessanten, ungewöhnlich und in gewisser Weise auch komplexen Kontext dieser Ringvorlesung. Sie ist, darüber habe ich jetzt schon länger gesprochen, eben eine Lehrveranstaltung bei uns am Institut für Kunstgeschichte. Aber eben nicht nur das, sondern sie ist auch in Zusammenhang entstanden mit meiner Herausgebertätigkeit für das Josef Beuys Handbuch beim Metzler Verlag, das ich zusammen mit Bettina Paust mache. Da ist Susanna Assodi im Übrigen auch dabei und einige andere noch. Und das wird jetzt Anfang Juli hoffentlich endlich erscheinen. Und viele derjenigen, die hier in den nächsten Wochen vortragen, sind gleichzeitig auch Autorinnen und Autoren in diesem Handbuch. Ringvorlesung und Handbuch sind zugleich, dankenswerterweise, das sagte ich schon, Teil auch des großen Programms Beuys 2021, dessen Homepage Sie hoffentlich schon ganz oft konsultiert haben und sehen, welche faszinierenden Veranstaltungen es in Düsseldorf, in NRW und darüber hinaus eben gibt. Und die Zusammenarbeit mit dem Beuys-Team, also mit Catherine Nichols, Eugen Blume, Ann-Marie Franz und Inga Nake, ist von Anfang an ein großes Vergnügen und ein Genuss gewesen. Und ich hoffe, das wird auch so weitergehen. Und das wiederum steht, und wenn Sie da ganz rechts gucken, sehen Sie das, dieses große Beuys 21-Projekt wiederum steht im Zusammenhang mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft, weil dieses Ministerium das Ganze nämlich finanziert und auch begleitet, worüber wir sehr froh sind. Normalerweise würden wir uns jetzt nicht hier über Zoom oder YouTube sehen, sondern im Haus der Universität. Und auch hier gilt mein Dank Frau Schnitzler vom Haus der Universität,
die uns diese Gastfreundschaft gönnt, hätte und auch jetzt ja eigentlich mittut, indem sie auch diese Veranstaltung mit ankündigt und mit begleitet. Und dadurch bekommt das Ganze eben tatsächlich auch den Modus einer Veranstaltung für die Bürger und Bürgerinnen-Universität, die die HHU ja auch ist. Und niemand von uns würde sich hier hören oder sehen können, wenn Tobias Koch vom Multimedia-Zentrum der HU uns nicht in den letzten Wochen so konstruktiv und auch durchaus humorvoll geholfen hätte, das hier auf die Beine zu stellen. Und ich hoffe, so wie es jetzt in den letzten 20 Minuten losgegangen ist, geht es auch noch 13 bis 14 Wochen weiter. Also vielen Dank auf jeden Fall für diese Hilfe. Soweit also dieser durchaus unübersichtliche Kontext dieser Ringvorlesung. Und jetzt komme ich aber endlich zum Programm und will Ihnen in ein paar Stichworten sagen, was wir zu erwarten haben. Da wird in der nächsten Woche Bettina Paust vom Kulturbüro Wuppertal vortragen und vor allem sich mit der Rezeption von Josef Beuys beschäftigen. Ich nehme an, vor allem auch mit der Rezeption innerhalb der Kunst. Es geht dann weiter mit einem gewichtigen Begriff, nämlich dem des Gesamtkunstwerkes, den Frau Vinzenz von der Uni Heidelberg diskutieren wird. Und dann sind wir schon Mitte Mai und dann wird Eugen Blume Gast bei uns sein, einer der international wohl bedeutendsten und kompetentesten Beuys-Forscher und Beuys-Experten, der seit Jahrzehnten sich mit Beuys beschäftigt und insofern freue ich mich sehr, wenn er uns berichten wird, warum Beuys ihm wichtig geblieben ist. Dann machen wir einen Schritt in die Pädagogik, also wieder eine andere wissenschaftliche Perspektive mit Karl-Peter Buschkühle von der Universität Gießen und wechseln dann gegen Ende Mai nochmals das Medium. Dann geht es nämlich um das für Beuys tatsächlich wichtige Medium oder die Form des Sprechens, der sprachlichen Kommunikation, der Vorträge. Und das stellt uns Nina Schulze vom Museum Schloss Reith vor. Dann kommt eine Folie, die sehr wichtig ist. Die sieht nämlich so aus. Das sollten Sie sich notieren, dass wir am 1. Juni keine Veranstaltung haben. Sie werden also sehr alleine sein, wenn Sie versuchen sollten, hier einem Vortrag zu folgen am 1. Juni. Dann ist nämlich niemand da. Aber eine Woche später, am 8. Juni, kommt dann Philipp Ursprung aus Zürich und wird eben über den Kontext der europäischen Integration im Zusammenhang mit den Beuys'schen Arbeiten sprechen. Wiederum eine Woche später begegnet uns eine weitere wichtige, für Beuys wichtige Wissenschaft, nämlich die Naturwissenschaften, über die Magdalena Holzhey von den Kunstmuseen Krefeld sprechen wird. Barbara Lange, eine Woche drauf von der Uni in Tübingen, spricht zwar als Kunsthistorikerin, wird aber eben den Schwerpunkt setzen auf die Fragen des Sozialen, also die Frage des oder die Thematik des sozialen Organismus im Werk von Josef Beuys. Und Ende Juni haben wir dann Catherine Nichols, deren Namen Sie auch schon mehrfach jetzt heute Abend gehört haben. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass sie sich bereit erklärt hat, bei all den ganzen Aufgaben, die sie im Moment hat und haben für Beuys 21, hier zu uns zu sprechen und dort nämlich schwerpunktmäßig über den erweiterten Kunstbegriff von Josef Beuys. Im Juli haben wir dann zunächst nochmal einen, ich würde fast sagen, traditionell kunsthistorischen Vortrag von Ursula Ströbler aus München, die sich eben mit der Ästhetik des Lebendigen bei Josef Beuys beschäftigen wird und hier eben orientiert am Begriff der Living Sculpture. Und ich freue mich sehr, dass am 13. Juli Wolfgang Zumdick diese Vortragsreihe beenden wird, der auch ein alteingesessener Beuys-Experte ist und eben die Perspektive der Philosophie stark machen wird in Bezug auf das Beuys'sche Werk. Soweit bis zu diesem Punkt.
Jetzt haben wir so ein bisschen die Einleitung hinter uns gebracht. Sie haben die Kontexte, die studentischen Bedingungen und auch das Programm ein bisschen kennengelernt. Und meine Erfahrung ist die, dass anders als in präsentischen Veranstaltungen die Ermüdungserscheinungen bei Zoom, WebEx oder sonstigen Online-Sitzungen sehr schnell um sich greifen. Und daher möchte ich Ihnen jetzt vorschlagen, ich gucke einmal kurz in den Chat, ob da schon wichtige Fragen. Ah, okay. Gut, hat sich dieses Pfeifen gelegt? Ja, ich sehe einige. Jetzt okay, gerade ist es wieder weg tatsächlich. Genau, ist wahrscheinlich das Geräusch des PCs an sich oder so. Okay, aber jetzt hört man nichts. Ich würde einfach nochmal Bescheid sagen, wenn es wiederkommt. Okay, sehr gut, danke. Also mein PC pfeift nicht. Zumindest höre ich es nicht, aber ist auch egal. Was ich Ihnen eigentlich vorschlagen wollte, war, dass wir jetzt tatsächlich 10 Minuten Pause machen. Dann können Sie das Fenster aufmachen, lüften, sich noch einen Kaffee holen oder ein Glas Wein oder Ähnliches. Und dann treffen wir uns in 10 Minuten. Das ist also dann um 19 Uhr wieder hier. Und dann beginnt der zweite Teil des heutigen Abends, nämlich dann meinen inhaltlichen Vortrag. Und zu dem sage ich dann später noch etwas. Also bis gleich.
So, meine Uhr zeigt 19.01 Uhr und ich hoffe, dass Sie mich wieder verstehen können und hören können. Dann starte ich jetzt mit dem inhaltlichen Teil dieser ersten Veranstaltung, dieser ersten Sitzung heute Abend. Und ich hatte Sie etwas waghalsig unter die Überschrift gesetzt, Josef Beuys und die Kunst als Forschung. Und ich will kurz erläutern, wie dieser Ablauf oder der Aufbau jetzt sein wird, dieses Vortrags, der, wenn ich das schon mal richtig gestoppt habe, also ganz knapp über eine halbe Stunde gehen wird. Zunächst möchte ich ganz kurz skizzieren, welche gesellschaftliche oder politische Bedeutsamkeit eigentlich mit im Spiel ist, wenn man Kunst auch eben als Forschen zu verstehen versucht. Also was sind eigentlich die politischen oder gesellschaftlichen Bezüge, die die Kunst aufnimmt, um hierfür überhaupt relevant zu sein, für also die Wissensgenerierung unserer Kulturen oder Gesellschaften. Dann in einem zweiten Teil geht es natürlich darum, zumindest mal kurz zu sagen, wie ich mir diese Eigentümlichkeit, dieses Forschen in künstlerischen Experimentalsystemen vorstelle. Und Sie werden merken, dass ich davon ausgehe, dass es hier sehr stark um Sinne, Sinneserfahrung, Körperlichkeit und auch Materialität geht. Und ich komme über diesen Weg dann tatsächlich auch noch zu Beuys und werde das vor allem fokussieren auf die diagrammatischen Arbeiten von Beuys, also seine diagrammatischen Zeichnungen. Dazu aber dann später mehr. Es ist für künstlerische Praxis nicht selbstverständlich, sich mit gesellschaftlichen Fragen oder mit Politik in Beziehung zu setzen. Zwar findet Kunst offensichtlich in Gesellschaft statt, doch muss das nicht heißen, dass sie es für sie tut. Vielmehr scheint Kunst auch ohne politische Intentionen auszukommen und widmet sich durchaus gerne den eigenen werkimmanenten bzw. ästhetisch-künstlerischen Mitteln. Ebenso gibt es aber auch jene Strömungen in der Moderne, die ihre künstlerische Praxis als eminent politisch oder gesellschaftsbezogen verstehen und dies auch so explizieren, wie etwa der Futurismus, Dada, auch die Revolutionskunst in Russland und Mexiko, das Bauhaus und nach dem Zweiten Weltkrieg Pop-Art, Fluxus, Aktionskunst, Institutionenkritik und ähnliches mehr. In der historischen Konstellation von Kunst und dem gesellschaftlich-politischen Anspruch und Agieren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kann, wie Hubertus Butin festhält, unter einer künstlerisch-politischen Praxis ein Vorgehen verstanden werden, das auf ausdrückliche Weise politische Intentionen verfolgt. Dies beinhaltet die Möglichkeiten, neue Gesellschaftsentwürfe zu entwickeln, Kritik an repressiven gesellschaftlichen Strukturen zu üben und emanzipatorische Mitsprache einzufordern, institutionskritische Fragen zu stellen, hegemoniale Diskurse zu analysieren und politische Zusammenhänge offenzulegen. Eine solche Kunst betont immer einen progressiven Aussagen- und Geltungsanspruch. Sie proklamiert eine besondere gesellschaftliche Relevanz, da es um Themen geht, die über die Belange des einzelnen Menschen hinausgehen. Der gesellschaftliche Geltungsanspruch, den sich die sich politisch verstehende Kunst seit den 1960er Jahren auf die Fahnen geschrieben hatte, besteht bis heute weiter. Allerdings modifizieren sich Fokus und Arbeitsformen seit den 1980er Jahren. Interessant ist seither nicht mehr eine imaginierte Gesamtgesellschaft mit ihren schuldhaften bzw. verlogenen Machtstrukturen, sondern
die künstlerische Analyse und Darstellung spezifischer sozialer Zusammenhänge und Phänomene, Interessen und Institutionen und Handlungsformen, also etwa Sexismus, Rassismus und Kolonialismus, globale Bildwelten, Urbanismus und Umwelt, biopolitische Fragen wie etwa AIDS, Gentechnologie oder heutzutage eben Corona. Darüber hinaus Medienkritik, Posthumanismus, künstliche Intelligenz und so weiter. Die Theoriebezüge der Künstlerinnen und Künstler verlaufen nun seit den 1980er Jahren auch kaum noch über den Kontext Frankfurter Schule oder kritische Theorie, sondern zunächst über Autorennamen wie Foucault, Lacan, Derrida, Deleuze-Guattari, Virilio, Baudrillard, später dann über Žižek, Baba, Fanon, die Autoren des italienischen Operaismus und Hart Negri, auch Agamben. In den vergangenen 10 Jahren verstärkt dann über die Rezeption posthumanistischer, materialitäts- und netzwerktheoretischer Ansätze, besonders Bruno Latour, oder auch der spekulative Realismus ist hier im Angebot. Was wiederum die ästhetischen Arbeitsformen angeht, lässt sich sagen, spätestens mit Beginn der 1980er Jahre sind Installationen, Labors, Büros, Workshops und Dokumentationen, dokumentarische Inszenierungen, temporäre Läden und Ähnliches die Arbeitsformen der Stunde. So vollziehen sich Aneignungen von Formen gesellschaftlicher Selbstverständigung im Modus der Kunst. Ein sozialer Habitus wird imitiert, Handlungsprozesse gefaked, Institutionen parasitär belegt oder imitiert, politische Ordnungen zur Dysfunktion verführt. Diese künstlerischen Praktiken, eher Systeme oder Szenarios oder Situationen zu bauen und Interventionen zu initiieren, also dies viel eher zu tun als Werke zu erschaffen, sind als Strategien des Eingreifens gedacht. Es werden Räume produziert, die in bestehende andere gesellschaftliche Felder bzw. Diskurse eingelagert werden, um so die Möglichkeit zu bieten, zu eigenen, heteronomen Darstellungen der kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge und Wechselwirkungen, der Lebensbedingungen und der öffentlichen Diskurse zu kommen. Kunst ist, so gesehen und in den Worten Jacques Rancières, das Feld eines dissensuellen Sinnlichen. Sie erhält damit eine prinzipiell politische Note. Doch stellt sich die Frage, worin das Politische von Kunst eigentlich besteht. Denn, so nochmals Rancière, künstlerische Praktiken sind niemals eine Ausnahme gegenüber den anderen Praktiken. Aber die künstlerischen Praktiken repräsentieren oder gestalten die Aufteilungen dieser anderen Tätigkeiten neu. Das ließe sich als ein Bildakt des Politischen inmitten von Politik verstehen. Denn, so der Hagener Philosoph Thomas Bedorf zu dieser begrifflichen Unterscheidung von Politik und Politischem, überall dort, wo Subjekte entre deux erfunden und neu formiert werden, ohne dass sie sich auf bereits eingespielte Anerkennungsmuster verlassen können, findet Politisches statt. Es erprobt als Praktik des als ob die Grenzen der Politik. Das Politische wird zur Politik oder ist vielfach Politik, weil die Identitäten nicht ständig umstritten sind, sondern vielfach feststehen und ihren Handlungsspielraum in festgeschriebenen Rahmen, fungierenden Normenordnungen und laufenden Prozessen ermessen. Das Politische kann hingegen diese Ordnungen immer wieder durchbrechen und die Politik der etablierten Anerkennungsordnungen in Bewegung bringen. Kunst ist also nicht etwa als direkt in oder als Politik engagierte Form per se widerständig. Sie bleibt es nur, indem sie, im Bedorfschen Sinne, das Ereignis des Politischen in der Bearbeitung der gesellschaftlichen Aufteilung des Sinnlichen immer wieder neu ins Spiel bringt und deren Rationalismen, Rahmen, Institutionalisierungen und Festschreibungen
in und mit künstlerischen Strategien durcharbeitet. Kunst ist insofern kein bloß hübscher Modus der Illustration oder Nachbildung gesellschaftlicher Wirklichkeiten, sondern integraler, bildakterieller und im genannten Sinne politischer Bestandteil dessen. Wir nähern uns damit einer Vorstellung der Relationalität von Gesellschaft, Wissen und Kunst, wonach letztere mit den ihr eigenen ästhetischen Mitteln die impliziten Wissensordnungen unserer Kultur thematisch werden lassen kann. Dass künstlerische Praxis auch als Forschungspraxis verstanden werden kann, ist in den vergangenen 20 Jahren etwa unter dem Stichwort Artistic Research ausgiebig erörtert worden. Doch wenngleich Wissenschaft und Kunst sich, sagen wir, spätestens seit Leonardo da Vinci, dann historisch über die laborartigen Versuchsanordnungen der Aufklärung hinweg bis hin zur Bioart und zur Kunst mittels künstlicher Intelligenz unablösbar miteinander verwoben haben und aufeinander verwiesen sind, bleiben Kunst und Wissenschaft doch hinsichtlich ihres Anspruchs und Umgangs mit Methodik, Fortschrittsanspruch, Erkenntnisbegriff, Wahrheitsemphase und Ähnlichem deutlich voneinander unterschieden. Künstlerische Forschungen vollziehen sich selten in Form logisch-argumentativer Diskurse. Ihre Praktiken entfalten sich im Modus des Sinnlichen und lassen die impliziten Wissensordnungen unserer Kultur oder auch unseres Nichtwissens und Nichtwissenwollens hierin thematisch werden. Es ist die Sphäre des Materiellen, der sinnlichen und verkörperten Wahrnehmung und Empfindung. Dabei ist es ja klar, dass die einzelnen Künstler und Künstlerinnen in ihrem Arbeiten am Sinnlichen ganz unterschiedliche thematische Interessen haben, Strategien verfolgen, Verfahren wählen oder ästhetische Qualitäten betonen. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass es solche Besonderheiten eben auch bei Joseph Beuys zu entdecken gibt. Wie schon gesagt, werde ich diese Perspektivierung der Beuys'schen Kunst als Forschung exemplarisch an seiner diagrammatischen Praxis verfolgen. Dabei interessieren mich die spezifischen Inhalte und deren vielfältige Deutungsmöglichkeiten, also die Inhalte dieser Diagramme, für hier und heute ausnahmsweise nicht. Stattdessen möchte ich versuchen, Diagramme bei Beuys als Artefakte mit bildakterieller Kraft plausibel zu machen. So gesehen sind sie aufgrund ihrer bildformalen und bildästhetischen Eigenarten triftige Dialogpartnerinnen für Beuys, um seine Ideen und Interessen der sozialen Plastik und des erweiterten Kunstbegriffs zu entwickeln und zu kommunizieren. Für uns heißt das, dieses als ein Wechselspiel zwischen Bild oder Artefakt und uns zu berücksichtigen, zu dem Horst Bredekamp ganz grundsätzlich sagt, um das ihm eigene Potenzial entfalten zu können, muss der Mensch in Rechnung stellen, dass er nur in dem Maße über das Bild verfügen kann, in dem dieses ein Recht auf sich selbst besitzt. Ohne die intrinsische Formkraft des Bildes fehlt dem Menschen das Gegenüber, das ihm die distanzierte Reflexion seiner selbst ermöglicht. Wir sehen hier also Beuys während eines Vortrags an der Volkshochschule in Remscheid im Jahr 1972, und diejenigen, die sich so ein bisschen mit den Beuys'schen Diagrammen auskennen, die werden sehen, dass er hier offensichtlich dabei ist, eben den plastischen Prozess zu beschreiben, zu erläutern, der eben auf der linken Seite, auf dem Teil, den er so halb verdeckt, mit einer sehr amorphen, chaotischen, energiegeladenen Situation beginnt und sich dann eben weiter Richtung rechte Seite des Diagramms weiterentwickelt über eine Bewegung der seelischen Empfindungen hin eben zu auf der rechten Seite einer
hohen Rationalität der Formen des Denkens und so weiter, die eben laut Beuys durchaus auch in eine starre, kalte Rationalität münden können, die durchaus auch in der Fettecke eben dann ihre symbolische Form finden. Man sieht auch schon hier, die Beuys'schen Diagramme sind in der Regel nicht als Selbstzweck entstanden, sondern im Zusammenspiel mit anderen seiner künstlerischen Handlungsformen bzw. Kontexte, wie etwa einem Gespräch, einem Vortrag, einer Aktion, einer Installation und so weiter. Daher schlage ich vor, die Beuys'sche diagrammatische Praxis zunächst als ein Experimentalsystem aufzufassen. Diese Bezeichnung zu wählen heißt, betonen zu wollen, dass diese Notationen bei Beuys auf ästhetisch-künstlerischen Praktiken basieren, die bei allem Kalkül und bei allen wiederkehrenden Strukturähnlichkeiten der diagrammatischen Zeichnungen von Beuys um die Genauigkeit oder die Ungenauigkeit, Unkontrollierbarkeit und temporale Offenheit der eigenen Methoden wissen und dies auch für den Produktionsprozess einkalkulieren. Timo, wenn ich kurz einhaken kann, das Piepsen ist leider wieder zurück und ich glaube, das ist ein bisschen störend. Ich glaube, das sollten wir irgendwie beheben. Genau, ja, das können wir gern versuchen, aber ich habe wirklich das Problem, also mein Computer hier ist wirklich leise. Ich kann das nicht ändern. Noch eine Idee, hast du vielleicht eine Handy oder etwas daneben? Das verurteilt manchmal eine Störung mit dem Signal. Nochmal, was ist eine Störung des Signals? Vielleicht das Handy. Wenn das ganz neben dem Computer ist, kann solche Piepsen verurteilen. Also mein Handy liegt hier so einen Meter weit weg. Ich kann das mal weglegen, aber einen Moment. Das klingt so ein bisschen so, als wäre ein Staubsauger im Hintergrund. So ist es bei mir. Jetzt steht im Chat, dass es sich so ein bisschen nach einer Rückkopplung anhört. Ja, jetzt wird es auch wieder leiser. Ja, es tut mir echt leid, aber also ich habe weder einen Staubsauger laufen, noch bläst das Gebläse meines Computers. Hier ist es ganz leise im Haus. Alle Fenster sind zu, das Handy ist beiseite gelegt und ich persönlich habe jetzt auch Ihnen gegenüber den Vorteil, dass ich dieses Fiepsen tatsächlich nicht höre. Insofern kann ich es nicht einschätzen. Es tut mir leid. Haben Sie vielleicht den Ton Ihres PCs an? Was habe ich? Haben Sie vielleicht den Ton Ihres PCs an, dass das quasi zu einer Rückkopplung führt? Ist das jetzt besser geworden? Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob Tobias Koch noch da ist, ob er sich ausgeschaltet hat. Vielleicht hat er noch einen Tipp. Ansonsten ist das Fiepsen jetzt immer noch so laut vorhanden? Ja, es ist wieder lauter geworden. Es ist wieder lauter geworden sogar? Okay. Es ist so komisch, weil es ja zwischendurch, auch als du angefangen hast, komplett weg war und dann fängt es irgendwann wieder an. Vielleicht machen wir einfach weiter und versuchen das bei der nächsten Vorlesung dann irgendwie zu beachten, dass das nicht mehr piepst. Genau, da müssen wir dann nochmal drüber sprechen, aber es ist, ja, kannst du nochmal wiederholen, ich kann sozusagen daran nichts ändern, weil ich einfach nicht weiß, woran es liegt. Also analog, ich war bei dem Experimentalsystem, analog zur zeitgenössischen Epistemologie eines Bruno Latour oder Hans-Jörg Reinberger, können wir die Beuys'sche diagrammatische Praxis als ein Forschen im Ästhetischen, wie Dieter Mersch es einmal sagte, verstehen.
In seinem Experimentalsystem ist der Künstler oder auch die Künstlerin aufgrund eines Wissens um die komplexen Wechselwirkungen und Interaktionen von Räumen, Geräten, Subjekten und Praktiken offen für zufällige Konstruktionen ihrer allererst zu entwerfenden Wissensobjekte. Martin Kemp nennt das Zeichnen bei Beuys insofern ein Experimentierfeld und bezieht dies insbesondere auf Beuys zeichnerische Auseinandersetzung mit Leonardo da Vinci. Wie aber geschieht in der diagrammatischen Bildpraxis dieser Übergang vom experimentellen noch nicht Wissen hin zur visuellen Aufklärung? Ich habe Ihnen hier einfach mal eine ganz beliebige Auswahl von verschiedenen Diagrammen mitgebracht. Da gibt es natürlich tausende andere, das ist ja klar. Also die oberen beiden stammen eher so aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, wo es eben um den Zusammenhang von Bevölkerungswachstum, Landbedeckung, Stickstoffverbindungen, Klimaveränderungen geht. Das Rechte, das kann man sowohl von links nach rechts als auch von unten nach oben lesen. Und da geht es um die letzten 130.000 Jahre und inwiefern sich da das Klima eben global verändert hat. Da geht es also um Erdzeitalter. Dann haben Sie rechts unten ein Diagramm, das wir so oder so ähnlich des Öfteren auch mal im Heute-Journal oder so bei den Wirtschaftsnachrichten sehen können. Also es geht sozusagen um Börsen oder Wirtschaftswerte. Und dieses Hamburger-Diagramm ist eben nochmal ein ganz anderes, schematisiertes, das eben die Bestandsstücke eines Hamburgers einfach aufführt. Und wie gesagt, also es gibt natürlich Tonnen an verschiedenen dieser Diagramme und Sie werden spätestens jetzt gemerkt haben, dass Ihnen in Ihrem eigenen Alltag Diagramme überall und immer wieder begegnen. Nicht zuletzt auf der Cornflakes-Packung, die Sie morgens vielleicht durchsuchen nach den Nährstoffen und Wertstoffen, die da vielleicht noch drin sein könnten. Das Diagramm ist also eine traditionsreiche und einflussreiche Bildgattung. Diagramme sind, wie Matthias Bruhn zusammenfasst, Geometrisierungen oder Typisierungen von Formen, deren Vereinfachung durch die Kombination mit Texten und Zahlen aufgefangen wird. Die Verwendung diagrammatischer Formmuster kann als eine paradigmatische Visualisierungsstrategie gelten, wenn es um Möglichkeiten der Verbindung sinnlich-ästhetischer Erfahrungen mit epistemologischen und wissenskulturellen Inhalten, Aussagen und Strategien geht. Insofern werden diagrammatische Darstellungs- und Diskursformen auch für Joseph Beuys als probates Mittel zur Sichtbarmachung der sozialen Plastik erschienen sein. Wolfgang Zumdick führt das auf, wie ich finde, faszinierende Weise in einer dichten Beschreibung vor anhand der Tafel ohne Titel Sun State von 1944, die Sie hier auf dem Foto auch links hinten im Hintergrund sehen. Anlass und Kontext dieser Situation waren die Beuysche USA-Reise und sein Vortrag samt Diskussion an der School of the Art Institute of Chicago. Und auf dem Diagramm wiederum selbst entstanden weitreichende geistesgeschichtliche Linien von, also Linien jetzt im metaphorischen Sinne, von Campanella über den deutschen Idealismus zu Marx, Goethe und den Kapitalismustheorien, dann auch hinzugenommen die durch Rudolf Steiners Anthroposophie angeregte Theorie der Gesellschaft als dreigliedriger Organismus. Außerdem sind hier in diesen Arbeiten auf dem Foto Bezüge zu späteren grafischen Arbeiten von Beuys und auch weiteren Varianten dieser diagrammatischen Thematik zu finden, wie etwa in den Evolutionsdiagrammen, die auch Anfang der 70er Jahre entstehen. Damit aber nicht genug. Diese Nutzung des Sun-State-Diagramms ging eben noch weiter, nämlich für ein in der New Yorker U-Bahn verwendetes Werbeplakat. Und all dies eben kulminiert, diese ganzen gesellschaftlichen Handlungsbezüge und geistesgeschichtlichen Referenzen kulminieren eben auch in diesem Diagramm.
Und das zeigt meines Erachtens exemplarisch, dass das Arbeiten mit der Bildform des Diagramms und dessen stetige Weiterentwicklung, Modifizierung, Transformation für Beuys Anspruch auf eine Erweiterung des Kunstbegriffs von zentraler Bedeutung war. Denn nicht nur Vermittlung und Diskussion in pädagogischen Situationen, sondern darüber hinaus die ästhetische Entfaltung eigener Vorstellungen, das gesellschaftstheoretische Modellieren und das Knüpfen und Weiterentwickeln werkbiografischer Bezüge werden mittels des diagrammatischen Notationsprozesses zugleich möglich. Man könnte auch sagen, das virtuelle Hauptwerk namens soziale Plastik wird sichtbar. Denn, jetzt wieder sehr allgemein gesprochen, in Diagrammen geht es um die Stiftung und relationale Sichtbarmachung komplexer, gedanklicher, begrifflicher, natürlicher, politischer, mathematischer und so weiter verschiedenster Wirklichkeiten und Zusammenhänge innerhalb einer definierten, ordnenden Struktur, wie es Horst Bredekamp einmal gesagt hat. Birgit Schneider und einige Mitautoren sehen die Familienähnlichkeiten von Diagrammen durch 6 Aspekte gegeben, die ich Ihnen hier einmal aufgeführt habe. Übrigens auch ja wieder in der Form eines Diagramms. Grafik, Struktur, Erkenntnis, Handeln, Kodierung und Vielheit. Nun mögen einige der Beuys'schen diagrammatischen Notationen auf den ersten Blick nicht gerade eben geordnet oder definiert erscheinen, so wie wir eben das Diagramm definiert hatten, und mit den gängigen auf Konventionen beruhenden Diagrammformen nur wenig gemeinsam haben, also etwa mit Koordinatensystemen, Balken-, Fluss- oder Säulendiagrammen, die wir zum Teil ja eben auch schon gesehen haben. Gleichwohl besitzen die Beuys'schen Diagramme jene mediale Eigenleistung der Relationierung und Anordnung ebenso, wie es für ihre konventionalisierten Varianten auch gilt. Und Birgit Schneider hält zu diesen Konventionen eben nochmals zusammenfassend fest, das Potenzial dieser Konventionen liegt darin, Inhalte anzuordnen und miteinander in Beziehung zu setzen. Gleichzeitig wird dem Betrachter die Möglichkeit überlassen, im Lesen und Schauen die Relationen nachzuvollziehen, immer wieder neu aufzudecken oder überhaupt erst zu konstruieren. Die topologische Ordnung kann dabei eine Vielzahl semantischer Beziehungen erzeugen, die mitunter logisch, hierarchisch, lokalisierend, arithmetisch, quantifizierend, kombinatorisch, inventarisierend oder auch vergleichend klassifizierend wirken können. Zitat Ende. Und jenes Potenzial, von dem Birgit Schneider hier sprach, ist in doppelter Hinsicht zu verstehen. In ihrer Gegenständlichkeit besitzen Diagramme eine anordnende, quasi zeichnerische Kraft, ausgewählte Parameter retrospektiv in einen expliziten, statischen, ja sogar modellartigen Sinnzusammenhang zu fügen. Zugleich ist dieses In-Beziehung-Setzen ein höchst dynamischer, mithin prospektiver Vorgang und erfordert einen verkörpert und operativ erschließenden Nachvollzug. Hierbei werden dann Sinn- und Bedeutungszusammenhänge freigesetzt, die in einer rein begrifflich linearen oder textuell agierenden Darstellungslogik nicht zu erfassen wären. Erst die visuellen und nichtlinearen Narrative des Diagramms ermöglichen solche assoziativen Verknüpfungen. Und mittels dieser kann auch Beuys über ein bloßes Begriffswerk künstlerisch eben hinausgehen. Das bildaktive Potenzial des Diagramms erweist sich damit für das Beuys'sche Arbeiten als von zentraler Relevanz, tritt aber freilich, besonders wenn man den Werkverlauf historisch sich betrachtet, in verschiedenen Varianten auf. Abgesehen von einzelnen isolierten Blättern mit diagrammatischen Darstellungen, zum Beispiel der Wärmezeitmaschine von 1957, können diagrammatische Zeichnungen zunächst in Aktionskontexten auftauchen, in denen sie noch keinen eigenständigen Status besitzen, sondern eben
funktional eingesetzt werden. So etwa bei einer kleinen Handtafel mit dem Titel Pan XXXTTT, die Beuys während der Aktion Und in uns, unter uns, Land unter 1965 mehrfach hochhält, als sende er Morse-Signale an die Zuschauerinnen aus. Diese Tafel geht dann später in den Bestand des Darmstädter Blocks, des Darmstädter Block Boys ein. Eine ähnlich symbolische Gebrauchsfunktion kam in der Aktion Celtic, Kinloch, Rannoch, Schottische Symphonie von 1970 in Edinburgh verwendeten Schiefertafel zu, die Sie hier sehen. Beuys schob sie mit dem Fuß nach und nach durch den Raum, zeichnete in zwei Sequenzen mit Kreide ein Diagramm auf sie, hob sie später kurz über den Kopf, bevor die Tafel während der einstündigen, bewegungslosen Schlussphase der Aktion wieder dann vor ihm auf dem Boden lag. Ich denke, man sieht hier auch noch diese Schleifspuren ganz gut, zum Teil zumindest, und die ja tatsächlich auch eine ganz eigene Lineatur, fast auch eine diagrammatische Qualität bewirken. Eine andere interessante Variante wiederum stellen Diagramme dar, die in zeichnerischen Phasen im Laufe von Aktionen erstellt werden. Manchmal existiert hiervon dann auch eine planerische Vorform, also vor der Aktion selbst schon gezeichnet, die sozusagen als Partitur der Aktion angesehen werden kann. Mit solchen diagrammatischen Entwürfen als Partituren für Aktionen oder Pläne, für Ausstellungen oder Installationen scheint sich eine Praxis anzudeuten, die Beuys etwa seit Beginn der 1970er Jahre immer stärker in seine Arbeitsweisen integrieren wird, nämlich Präparationsphasen performativer oder kuratorischer Situationen werden vorab diagrammatisch reflektiert und später sozusagen vor Ort gegebenenfalls weiter ausgeführt oder ausdifferenziert. Ein besonders prägnantes Beispiel sind die 100 Tafeln als Bestandteil der Arbeit Richtkräfte einer neuen Gesellschaft von 1974 bis 1977. Sie wurden zunächst von Publikumsgesprächen, also im Zuge von Publikumsgesprächen gezeichnet und in den Jahren nach 1974 an verschiedenen Orten neu installiert bzw. angeordnet. Und ich nutze hier an der Stelle einfach den Hinweis auf den faszinierenden Katalog von Blume Nichols von 2008, den Sie hier unten angegeben sehen, wo sehr, sehr reichhaltiges Bildmaterial zu all diesen ganzen Themen zu finden sind. Auch einige Tafeln aus Das Kapital, Raum 1970 bis 1977, erstmals in Venedig 1980 installiert, oder auch die Schultafel der Installation vor dem Aufbruch aus Lager 1 können hier sozusagen in dieser Hinsicht verstanden werden. Beispielsweise diese Schultafel, die ich gerade angesprochen habe, war eigentlich ursprünglich Arbeitsfläche im Büro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung und wurde dann eben aus diesem engeren Kontext überhaupt erst rausgelöst. Obgleich also diese Tafeln zu Bestandteilen größerer Werkzusammenhänge wurden, beziehungsweise von Anfang an als solche geplant waren, sind sie doch nicht marginal. Also sie sind mehr als bloßes Werkzeug oder Hilfsmittel. Im Gegenteil, diese Diagramme sind, wie Beuys selbst formulierte, eine Verlängerung des Gedankens in den Vorgang des Zeichnens und in die fertige Zeichnung hinein. Sie sind damit keine Illustrationen der sozialen Plastik, sondern meines Erachtens der Ort bzw. Bildraum selbst, an dem diese soziale Plastik sich überhaupt zeigt. Die Performance der zeichnerisch-diagrammatischen Praxis von Beuys ermöglicht eine grafische Suchbewegung mithin Aneignung und Konkretisierung von sinnlichen, materiellen, körperlichen oder auch sozialen Zusammenhängen. Ein solches Tun führt zu visuellen Erkenntnissen.
Und in dieser Hinsicht ist auch Beuys berühmtes Gesprächsdiktum zu verstehen, Zeichnen sei eigentlich nichts anderes als eine Planung. Berücksichtigt man den thematischen Kontext dieses Satzes im Gespräch mit Volker Harlan, wird klar, dass es Beuys hier nicht um eine Planung geht, die vorab niedergezeichnet wurde, etwa wie ein architektonischer Bauplan, um dann ausgeführt zu werden, etwa dann als Gebäude, sondern stattdessen wird das Zeichnen selbst, der performative Vorgang, als Planung verstanden. Beuys ventiliert, wenn Sie so wollen, hier nichts weiter als eine spätmoderne und performative Vorstellung des Verhältnisses von Disegno interno und Disegno externo, wie sie die Kunsttheorie der italienischen Spätrenaissance, damals freilich noch dichotomisch gedacht, modelliert hatte. In der Beuyschen Zeichenpraxis, verstanden als eben ein solcher Erkenntnisprozess, sind Denken, Reden, Hören, auch Zuhören, Propriozeption und Zeichnen intrarelational aufeinander verwiesen. Die Beuysche Zeichnungspraxis wird so schon früh, wie Adriani, Konnerz und Thomas festhalten, zu einer selbstständigen Form präziser Aussage. Als weitreichendes Experimentierfeld für Ideen wird sie in sparsamen, teilweise zerbrechlichen Konturen hauptsächliche Mitteilung, um jene physiologischen, psychosomatischen oder naturmythischen Zusammenhänge und Verdichtungen zu gestalten, die sich einer beschreibenden Fixierung im Grunde entziehen. Und im einzelnen Diagramm kommt der Linie eine besondere Funktion zu. Sie ist die Hauptakteurin der diagrammatischen Graphismen, wie Birgit Schneider schreibt. Und Magdalena Holzheit zeigt, dass die Beuyschen Linien schon seit den 1950er Jahren genau diesen Modus gewinnen. Die Offenheit und Bewegtheit in der Linienführung, die die Blätter in dieser Zeit erlangen, verdanken sich nicht zuletzt der Tatsache, dass Energieflüsse, Leitfähigkeit, Kraftwirkungen auf besondere Weise mit der Eigensprachlichkeit des Mediums korrespondieren. Beuys nutzt die Strichqualitäten, um die dem Dargestellten innewohnenden Kräfte zu visualisieren. Und was Holzer hier am Beispiel des physikalisch-energetischen ausführt, meint für die Linie als Akteurin des Diagramms bei Beuys so ganz allgemein: Linienführung, Strichbilder, grafisch-strukturelle Zusammenhänge, die Verbindung von organisch und technisch anmutenden Motivbereichen, sodann die Nutzung des Vokabulars traditioneller diagrammatischer Formen, auch Schriftbildlichkeit, und ein Duktus, der von kraftvoll bis zerbrechlich, von zielgerichtet bis zögerlich reicht. Alles das sind ästhetische Mittel, die es Beuys zeichnerisch ermöglichen, die Übergänglichkeit zwischen begrifflichen oder modellartigen Räumen und sinnlich-lebensweltlichen Erfahrungen auszugestalten. Vielleicht am eindrücklichsten ist Beuys dieses Ineinander von Körperlichkeit, diagrammatischer Form und dem typisch beuyschen Hybrid aus Kunst und Naturwissenschaft in der Performance Diagramma Terremoto von 1981 gelungen. Beuys zeichnete halb unter einem kleinen Holztisch, ach übrigens, das ist in Neapel, hat in Neapel stattgefunden, das ist nicht ganz unwichtig zu wissen. Beuys zeichnete halb unter einem kleinen Holztisch kauernd, wie Schutz vor dem Erdbeben suchend, auf eine 34 Meter lange Millimeterpapierrolle, die normalerweise für Elektrokardiogramme, also für Frequenzausschläge, verwendet wird, zeichnete er Linien, Schraffuren, Symbole und vollzog so, wie es Petra Richter auf den Punkt bringt, wie ein Seismograph in hoher Konzentration sinnbildlich die Vibrationen nach, die durch die Erschütterungen eines Erdbebens ausgelöst werden. Wenngleich Beuys, und Sie sehen an der Titelfolie, dass ich jetzt zum nahen Schluss komme, wenngleich Beuys nicht Leonardo ist und es wiederholt zu Recht darauf hingewiesen wurde,
dass der Empiriker Leonardo uneins mit dem Metaphysiker Beuys gewesen wäre, so eine Formulierung von Magdalena Holzhey. Beide eint gleichwohl die Überzeugung, mit Zeichnung und Diagramm ästhetische Erkenntnisinstrumente bei der Hand zu haben. Diese machen, wie Holzhey formuliert, Zitat, eine Methode von aufeinander bezogener, begrifflicher und zeichnerischer Erläuterung realisierbar, Zitat Ende. Und das führt meines Erachtens zu einer Revolution der Erkenntnisleistungen im Verhältnis von Kunst, Natur und Wissenschaft. Bis hierhin erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wenigstens zwischendurch sich dieses Fiepsen einigermaßen in Grenzen gehalten hat. Und bevor ich jetzt meine Präsentation hier stoppe, möchte ich Ihnen noch eine Folie zeigen, in der ich Sie nämlich schon jetzt daran erinnern möchte, dass wir in der nächsten Woche den Vortrag von Bettina Paust hören werden mit dem Titel Ich bin ein Sender, ich strahle aus. Ja, noch so ein Spruch von Beuys. Eine Spurensuche nach der Rezeption der Kunst von Josef Beuys. Soweit also zunächst meine Hinweise. Und ich würde vorschlagen, dass ich mal versuche zu schauen, ob wir im Chat jetzt einige Meldungen haben. Und im Moment. Sehe ich, doch, da ist eine, genau, Lena Horn sehe ich da. Genau, du kannst dein Mikro selber wieder aktiv schalten, ne? Genau, hi, danke schön. Ich habe eine Verständnisfrage, vielleicht ist das auch ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber das war ja auch sehr dicht zum Teil und an einer Stelle war die Rede davon, dass Zeichnung keine Planung ist, um etwas auszuführen, sondern ein performativer Vorgang als Planung. Und das habe ich nicht richtig verstanden. Also ist damit gemeint, dass man in der Zeichnung Künstlerisches entdeckt oder dass sich so ein Denken entwickelt? Oder was genau meintest du damit? Mhm. Genau, also das war die zugespitzte Unterscheidung, dass wir eigentlich ja Zeichnen oder Zeichnungen uns vorstellen, dass da etwas sozusagen entworfen wird, wie beispielsweise der Plan eines Gebäudes durch die Architekten sozusagen Zeichnungspraxis und dass diese Zeichnung dann eben genommen wird, um dann beispielsweise das Gebäude oder Ähnliches zu bauen. Und Beuys besteht eben darauf, soweit ich das verstehe, dass es für ihn nicht so entscheidend ist, dass es hier eine Zeichnung gibt, die dann irgendwo in irgendetwas umgesetzt wird, sondern er fokussiert auf den Vorgang des Zeichnens selbst. Deshalb habe ich das mit dem Begriff des Performativen so betont. Und dass sozusagen diese Tätigkeit selbst eine planerische ist. Also das Zeichnen selbst ist eine planerische Tätigkeit. Das ist genau die Wolte oder die Pointe, die Beuys hier stark macht. Da kam gerade eine Frage, als was wird Beuys bezeichnen, wenn Leonardo als Empiriker bezeichnet wird? Also in diesem Kontext wird Beuys als Metaphysiker bezeichnet. Was sicher auch einfach erstmal nur eine rhetorische Zuspitzung ist, um sozusagen die beiden Kerle ein bisschen genauer auseinanderzuhalten. Ich scrolle jetzt mal durch die Liste und sehe im Moment keine Wortmeldung. Susanna, hast du im auf YouTube irgendetwas? Noch nicht. Okay. Wir können
können das auch gerne so machen, dass wenn Sie merken, dass Sie sich schon länger gemeldet haben und ich Ihren Namen nicht aufrufe, dann liegt das einfach daran, dass diese Liste, die ich hier vor mir habe, einfach riesenlang ist, 159 aktive Teilnehmende und ich vielleicht Ihre Wortmeldung nicht direkt sehe, dann schalten Sie Ihr Mikro aktiv und stellen einfach Ihre Frage. Ich habe eine Frage, also ich sehe eigentlich so den Beuys und Da Vinci gar nicht so weit auseinander, weil der Da Vinci hat doch auch ganz viel konstruiert, also er hat ja nicht nur gezeichnet, also er hat ja eigentlich die Komplexität gelebt, die der Beuys ja irgendwo theoretisch ja, aufschlüsselt oder so. Ja, völlig richtig. Also es gibt natürlich jede Menge auch technische Zeichnungen von Leonardo, auf die wir alle, glaube ich, schon mit Faszination geschaut haben. Solche Zeichnungen gibt es von Beuys im Grunde genommen nicht. Es gibt ja viele anatomische Zeichnungen bei Leonardo. Auch das findet sich im Grunde genommen, jedenfalls in dieser Detailfülle, bei Beuys nicht. Und ich würde jetzt sozusagen diese Gegenüberstellung auch nicht allzu ernst nehmen. Ich denke, es ist einfach nur noch mal ganz interessant, also weil Beuys ja auch sich zeichnerisch mit Leonardo auseinandergesetzt hat, sozusagen diese große historische Spanne zwischen Leonardo und Beuys sich zu vergegenwärtigen, was dort alles eben mit Zeichnung und Diagrammatik geschehen ist. Und wenn jemand wie Leonardo eben sich für die Entwicklung und Planung technischer Geräte, für die genauen sozusagen Studien anatomischer Körperform und so weiter interessiert, dann liegt es vielleicht nahe, ihn tendenziell eher als Empiriker anzusehen, weil er eben doch genau wissen wollte, wo in diesem Oberschenkel verläuft eigentlich jetzt dieser eine bestimmte Muskel und das eben dann zeichnerisch nachzuvollziehen. Und mit solchen Dingen hat Beuys sich sozusagen nicht beschäftigt. Allerdings, wenn ich das einfach noch mal ein bisschen aufgreife, was Sie andeuten, kann man natürlich auch sagen, die Gegenübersetzung von Empiriker und Metaphysiker trägt vielleicht auch insofern nicht so weit, weil die Dinge, mit denen sich Beuys beschäftigt hat, wie eben beispielsweise soziale Missstände, demokratische Prozesse, Umweltzerstörung und so weiter, sind ja nun tatsächlich auch, oder Kapitalismus und Ähnliches, sind ja nun tatsächlich auch in gewisser Weise empirische Gegebenheiten oder jedenfalls Dinge unserer Wirklichkeiten, denen wir alle ausgesetzt sind. Nur hat er eben das Zeichnen für einen anderen Zweck eingesetzt, eben nicht für das sozusagen möglichst naturgetreue Darstellen von Zusammenhängen, sondern eher für das Symbolische über Formen und für eben bestimmte Zusammenhänge, Widersprüchlichkeiten, Beziehungen, Wechselwirkungen von den Themen, mit denen er sich beschäftigt hat. Also kurz und gut, ja, diese Gegenübersetzung von Empiriker und Metaphysiker trägt nicht besonders weit, aber sie regt an, eben genauer auch darüber nachzudenken, wie die beiden gearbeitet haben und was sie persönlich interessiert hat. Beiden eint, das war eben das Ende auch meines Vortrags, das fand ich wichtig. Beide sind sich aber, denke ich, darin einig, dass die Möglichkeit besteht, über künstlerische Verfahren Erkenntnis zu gewinnen und dass dieser Erkenntnisgewinn eben relevant ist für sozusagen die Wissenskulturen einer bestimmten Gesellschaft und auch für die Infragestellung etablierten Wissens. Das ist, denke ich, schon etwas Wichtiges, was beide auch gemeinsam haben. Dann sehe ich nochmal Lena. Genau, direkt dazu. Also ich finde es super spannend. Also ich habe mich auch jetzt in der letzten Zeit ein bisschen mit Artistic Research beschäftigt. Aber ich frage mich, wie ist dieses Wissen denn dann zu charakterisieren? Also wie unterscheidet... Nochmal, kannst du das nochmal wiederholen? Entschuldigung. Wie dieses Wissen, das dann künstlerisch hervorgebracht hast, zu charakterisieren ist. Also wie unterscheidet sich dann dieses künstlerische Wissen eigentlich vom wissenschaftlichen? Also weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe,
dem oder der KünstlerIn, also fehlt ja so eine gewisse Expertise dann vielleicht auch in gewisser Weise, um bestimmte Themen zu berühren. Und ja, also wie lässt sich das vielleicht dann auch am Beispiel von Beuys greifen? Also was ist das für eine Art von Wissen, die er dann eigentlich überhaupt generiert? Also Expertise, wieso fehlt den Künstlern Expertise? Naja, also wenn man davon ausgeht, dass Beuys sich mit Naturwissenschaft beschäftigt hat in seinen Werken, dann ist es ja durchaus so, dass er jetzt kein Biologie, Chemie oder was auch immer Studium absolviert hat, sondern das dann auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen laienhaft betreibt, einfach weil er diese Ausbildung nicht hat. Okay, ja, jetzt verstehe ich das. Ja, genau. Die, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber diese Frage stellt sich in der Konstellation nur dann, wenn wir eben das Wissen immer auf die Wissenschaft beziehen und die Forschung immer in der Form der wissenschaftlichen Forschung als Norm setzen. Aber wissenschaftliche Forschung und das Wissen, das dabei generiert wird, ist eben ja doch ein sehr spezifisches Unternehmen. Also wir arbeiten in der Regel ja mit sprachlich argumentativer Logik. Wir sind verpflichtet, die Dinge, die wir behaupten, mit Argumenten und insbesondere auch mit Quellen zu belegen. Wir müssen unsere Forschungen, wenn sie denn zur Wissenschaft werden sollen, zu anerkannter Wissenschaft, publizieren. Und zwar auch nicht irgendwo, sondern wiederum in von der Community akzeptierten Quellen und Publikationsorganen. Das heißt, und das ist auch richtig, weil das hat ja den Zweck, dass diese Einsichten sozusagen kommuniziert werden können und auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre argumentative Schlüssigkeit überprüft werden können. So, das ist jetzt mal so ganz grob gesagt, das, was ja wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche Praxis ausmacht. Und ich hatte das an irgendeiner Stelle meines Vortrags versucht zu sagen. Künstlerische Forschung weicht in großem Maße oder kann in großem Maße davon abweichen, weil beispielsweise die Künstler und Künstlerinnen überhaupt gar nicht dieser Wahrheitsemphase verpflichtet sind, der wir verpflichtet sind. Also wenn das losgeht mit Metaphorisierungen, mit Zuspitzungen, mit Paradoxien und Ähnlichem, dann sind das Dinge, die, wenn man die in der Wissenschaft anbringt, eben dann nochmal einer eigenen Markierung bedürfen. Und in der Kunst ist das aber sozusagen gängige Methode. Hinzu kommt eben, das hatte ich auch zwischendurch mal gesagt, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir halt wie heute Abend hier ja auch, also ich habe einen Text geschrieben und den habe ich vorgetragen und jetzt sprechen wir miteinander. Das heißt, wir tauschen uns sprachlich in dieser linearen Form aus und versuchen eben dabei Argumente zu bauen. Und selbstverständlich ist das auch insofern ein sinnliches Ereignis, als dass wir uns hören oder teilweise auch sehen können. Aber das, was die Wissensproduktion in den Künsten angeht, ist meines Erachtens frei von diesem Interesse an logisch argumentativen, linearen Strukturen, sondern drückt sich viel mehr aus in der Umgangsweise mit bestimmten Materialien beispielsweise oder in der Art und Weise, wie eine Linie gezogen wird. Deshalb bin ich gegen Ende darauf nochmal etwas genauer eingegangen. Es ist halt eben nicht nur neutrales Medium, diese Linie, sondern wenn sie brüchig ist, stolpernd, stockend oder wenn sie stärker wird, wenn sie dick wird und so weiter, wenn sie aufdringlich wird, dann ist das gleichzeitig eine Art Wissensproduktion über das, was dann in dieser Zeichnung dargestellt wird. Und das heißt eben, dass die Erkenntnis, die Forschungserkenntnisse im Bereich der Kunst vor allem über diese sinnlich-körperlichen und materiellen Erfahrungen verlaufen. Also das vielleicht jetzt erstmal nur so als erste Hinweise. Ich habe jetzt noch zwei andere Wortmeldungen, die ich sehe. Das ist einmal Frau Lison. Ja, ich habe dazu eine Frage. Sie meinten ja, dass dann quasi ein Kunstwerk gleichzusetzen ist mit Forschung. Aber wenn das ja quasi keinerlei Beleg bedarf, ist das dann nicht nur eine Sichtweise oder Meinung?
Ja, genau. Also das, wir kommen sozusagen immer wieder in dieses Spielchen rein, wenn wir eben Forschung, also wenn wir das normativ setzen, dass Forschung eben wissenschaftliche Forschung ist, mit den genannten Kriterien und Ansprüchen, von denen ich eben kurz gesprochen habe, dann müsste man ihnen Recht geben und sagen, naja gut, dann ist das bloße Meinung, das ist völlig subjektiv, individuell, das kann jeder anders sehen. Aber das würde eben nur dann funktionieren, wenn wir eben sagen, die wissenschaftliche Forschung ist die Norm. Aber man könnte ja auch von einem anderen Modell ausgehen, von dem ich eben ausgegangen bin, zu sagen, wir haben einen Forschungsbegriff und verschiedene gesellschaftliche oder kulturelle Formen von Forschung. Und eine davon ist eben die wissenschaftliche Forschung und eine ganz andere ist eben dann eine künstlerische Forschung. Und die funktioniert eben sozusagen mit anderen Mitteln, von denen ich jetzt am Beispiel der Diagramme von Beuys sozusagen exemplarisch einfach ein bisschen mal ein Beispiel, ja, also ein Beispiel geben wollte. Ja? Also das heißt, ich verstehe das sehr gut, dass Sie das so fragen. Mir ist das lange Zeit auch so gegangen, aber ich denke, dass das uns nicht weiterbringt, wenn wir eben die wissenschaftliche Forschung als die Norm setzen, sondern wir sollten sie als eine mögliche Form in unserer Gesellschaft ansehen, neben vielen anderen, wie wir eben Wissen und Erkenntnisse über uns und die gesellschaftlichen Zusammenhänge erreichen oder finden können. Und die künstlerischen Formen sind eben, und die künstlerischen Strategien sind eben andere. Kovnik. So. Ja, ich wollte sagen, das schließt ja auch ein bisschen an oder den Bogen wieder zu dem, womit es losging. Also dieser Idee von dem positiven Barbarentum, also dieser Nichtvorprägung, jetzt zu dem, was Lena vorhin meinte, dass eben, wenn ich kein naturwissenschaftliches Studium habe und keine wissenschaftliche Vorprägung in die Richtung, ich vielleicht ganz andere Möglichkeiten habe, auf solche Sachen zu gucken, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, die auch auf mich wirken zu lassen, weil es ist ja, das merken wir ja selber hier jetzt bei dem Beispiel auch total gut, wenn man in einer gewissen Weise vorgeprägt ist, dann kommt natürlich alles, was man an neuen Informationen bekommt, immer in dieses Raster von Vorerfahrungen und Vorkategorien, die man erlernt hat. Und dann ist es vielleicht für so einen Erkenntnisgewinn ja sogar eher hilfreich, wenn eben die entsprechende wissenschaftliche Vorbildung gar nicht vorliegt, damit man da eben mit diesem ja, leeres Blatt Papier, hatten Sie vorhin, glaube ich, gesagt, oder einen leeren Tisch, mit dieser Variante überhaupt rangehen kann. Ja, ich vielen Dank für den Hinweis, daran hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, aber tatsächlich ist das positive Barbarentum meines Erachtens viel mehr als die Suche nach dem Dümmsten geeignet, sich vorzustellen, wie wir vielleicht einen Zugang zu diesen Fragen finden können. Das denke ich auch. Mir ist jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, eine Unterscheidung, auf die Foucault in der Archäologie des Wissens hinweist, es gehört vielleicht auch zu dem, was Sie, Frau Neck, gerade gesagt haben, ein Fehler, den wir oft machen, dass wir nämlich den Wissensbegriff und den Wissenschaftsbegriff so in eins setzen. Aber ich denke, es wäre wichtig anzuerkennen, dass es sehr, sehr viele Wissensformen in unserer Gesellschaft und nicht nur in unserer Gesellschaft gibt, die eben noch nicht die Form der Wissenschaft oder der Wissenschaftlichkeit angenommen haben und das vielleicht auch nie tun werden. Also Formen des verkörperten Wissens beispielsweise, des habituellen Wissens letztlich natürlich auch des unbewussten Wissens, des kollektiven Wissens und so weiter. Das ist sicher auch nochmal eine wichtige begriffliche Vorentscheidung im Sinne von Frau Neck, auf die wir achten sollten, dass es viele, viele verschiedene Wissensformen gibt und geben kann und dass nur bestimmte dieser Wissensformen dann eben dazu führen, dann also zu einer wissenschaftlichen Form führen. So, jetzt gibt es, es gab ein paar Fragen im Chat, ich gucke da gerade mal eben nach. Genau, es gibt eine Frage aus dem YouTube-Chat, die habe ich eben reinkopiert und kann sie auch noch mal gerne vorlesen. Gibt es zwischen der diagrammatischen Methodik bei Beuys und der im Schulkontext verwendeten Schultafel auch im Sinne einer Bildungs- und Wissenseinrichtung Parallelen oder Anleihen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage ganz richtig verstehe, deshalb nur nochmal der Hinweis, also diese Tafel stand eben in diesem Büro für direkte Demokratie und wurde dort eben tatsächlich auch während Gesprächen immer wieder benutzt, um sozusagen zeichnerisch, protokollarisch Gespräche zu begleiten. Insofern ist das tatsächlich, und ich schätze, dass wir im Vortrag von Herrn Buschkühle über das Thema der Pädagogik bei Beuys auch dazu noch was hören werden. Aber insofern hat das tatsächlich ja nicht nur einen, sagen wir mal, neutral dialogischen, kommunikativen Touch, sondern ja, Beuys wird sich sicher hauptsächlich und sehr oft eben auch als Lehrer verstanden haben. Und dann hat die Schultafel da tatsächlich auch so eine Symbolik. Ob die quasi bewusst eingesetzt gewesen ist, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also ob diese Schultafel bewusst jetzt sozusagen eingesetzt worden ist, um die Assoziation an schulische Situationen zu evozieren, da bin ich überfragt. Es gab aber noch eine zweite Frage, ne? Genau, und zwar schreibt Judith hier, ich hätte eine Frage zum wissenschaftlichen Anspruch der Kunst, einen Aussagen- und Geltungsanspruch über die Belange des Einzelnen hinauszugehen. Das ist jetzt keine Frage, glaube ich, direkt. Doch. Ja, kann man mich jetzt hören? Ja, man kann sie hören. Perfekt. Genau, also Sie hatten ja vorhin darauf rekurriert, dass Kunst immer sozusagen einen progressiven Aussagen- und Geltungsanspruch hat mit gesellschaftlicher Relevanz und dass es dabei um Themen geht, eben über den Einzelnen hinausgehen. Und Beuys hat sich ja später auch sehr stark mit dem Thema Umweltschutz befasst und diese Baumpflanzaktionen zum Beispiel gemacht. Mir ist dazu eingefallen, ich habe vor ein paar Jahren, drei, vier Jahren einen Vortrag gehört, eines Wissenschaftlers, Professor Dr. Mojib Latif, ist ja großer Klimaforscher aus Kiel, relativ bekannt, der sozusagen als Einleitung zu seinem Vortrag sagte, wir haben kein Erkenntnisproblem, es gibt sehr viele Daten und Aufzeichnungen über Klimadaten, sondern aus gesellschaftlicher Sicht haben wir ein Umsetzungsproblem. Mhm. Sollte es vor dem Hintergrund nicht die Aufgabe jetzt zum Beispiel von Wissenschaftlern sein, die Daten zu erfassen, aber insbesondere die Aussage der Kunst sein, dieses auch sichtbar zu machen und insofern durch ihre Interpretation und auch durch die Provokation der Gesellschaft einen Handlungsappell hinauszutragen. Also anstatt sozusagen durch eigene Forschung, und ich interpretiere das jetzt auch eher sozusagen traditionell wissenschaftlich, mit Datenerhebung und empirischer Datenanalyse da in Konkurrenz zu treten, sondern stattdessen eben eher die Analyse und eben auch die Botschaften sozusagen und einen Handlungsappell auszusprechen. Würde sich da die Kunst nicht einen größeren Wirkungskreis auch von versprechen? Ja, das tut sie wahrscheinlich, aber wenn ich sozusagen jetzt Ihnen zwischen den Zeilen richtig gelauscht habe, haben Sie jetzt auch andeuten wollen, dass die Kunst das nicht täte, richtig? Nee, sie tut es, aber und insbesondere Beuys natürlich sehr stark und auch natürlich sehr teilweise sehr, sehr provokativ. Aber weil jetzt ja sozusagen bei Ihrem Vortrag heute ich rausgehört habe, dass es auch darum geht, dass die Kunst sozusagen einen eigenen Forschungsanspruch hat im Sinne von wissenschaftlicher Forschung, also Datenerhebung, Analyse, Diagramme, die dann zu neuen Schlussfolgerungen führen sozusagen. Und jedenfalls bei einem Thema jetzt, am Beispiel des Klimawandels, ist, glaube ich, der Bedarf in der Gesellschaft an noch mehr Daten und Zahlen, Daten, Fakten, ich sage mal etwas lapidar, vielleicht gedeckt, sondern die breite Masse muss, glaube ich, bewegt werden, zur Handlung aufgefordert werden, zu einem Umdenken. Und da sehe ich eigentlich noch viel mehr die Rolle der Kunst, als jetzt weiter zu Zahlen, Daten, Fakten
beizutragen. Ja, unbedingt. Dann habe ich Sie jetzt besser verstanden. Also ich sehe das ehrlich gesagt auch gar nicht, dass die Kunst ein Interesse daran hätte, Zahlen, Daten, Fakten zu produzieren und hervorzurufen. Ich denke eher, so wie Sie auch angedeutet haben, die Künstler und Künstlerinnen beispielsweise in diesem großen Feld von Eco-Art oder der Auseinandersetzung mit Natur, mit dem Anthropozän und so weiter, sozusagen gehen eigentlich oft von diesen ganzen, wie Sie richtig gesagt haben, schon erkannten Zusammenhängen aus und spitzen sie beispielsweise zu. Ja, also beispielsweise ironisch, oder sie machen beispielsweise Zusammenhänge deutlich, die man eben nur mit künstlerischen Mitteln deutlich machen kann oder die da besonders eindrucksvoll, beeindruckend, beängstigend und so weiter werden. Und was wir uns ja, oder was die Kollegen und Kolleginnen aus den Naturwissenschaften und so weiter ja auch gar nicht sozusagen als Zweck haben, sozusagen die Gesellschaft auf eine Art dramatische, inszenatorische, performative, wie auch immer, Weise sozusagen wachzurütteln. Wir können das eigentlich immer eher nur tun, sozusagen mit der möglichst differenzierten Darstellung der erhobenen Einsichten und der erhobenen Daten. Und da würde ich Ihnen auch recht geben, da haben wir Tonnen, gerade über den Klimawandel. Also wir haben wirklich keinen Mangel an Daten. Aber ich würde auch sagen, die Künstler und Künstlerinnen interessieren sich eigentlich nicht dafür, das auch noch zu produzieren. Und von daher ja, finde ich einfach wichtig, was Sie sagen, was Sie am Anfang zu eingangs gesagt haben, dass wir auch eben immer stärker künstlerische Arbeiten und Projekte beobachten können, die den Anspruch haben, über die sinnliche Wahrnehmung und die Belustigung oder den schönen ästhetischen Moment des Individuums hinauszugehen und wirklich relevante Zusammenhänge für unser heutiges Leben und für all die Krisen und Katastrophen, in denen wir so leben, eben zusammenzusammeln und eben darzustellen. Und das ist tatsächlich ein Anspruch, der aus der Kunst, glaube ich, immer stärker hervorgegangen ist, auch in den letzten Jahrzehnten wieder. Da ist Beuys sicherlich eine Art von Ahnherr, der das auf eine radikale Weise gelebt und realisiert hat. Ich würde nur eben auch eingrenzen, wenn die Kunst das tut, das waren die ersten Sätze meines Vortrags, wenn die Kunst das in der Gesellschaft tut, ist es gut für uns und es ist interessant und es macht unser Leben differenzierter und wir kommen uns mehr auf die Schliche als über bloße Zahlen, Daten, Fakten. Aber wir können der Kunst das schlechterdings vorschreiben. Also ich würde ihr das jedenfalls nicht vorschreiben wollen. Ich habe Sie jetzt auch nicht so verstanden, aber das kann natürlich relativ schnell in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, also wir Wissenschaftler, wir packen die Zahlen, Daten, Fakten zusammen, wir geben euch das und ihr rüttelt mal die Gesellschaft ein bisschen auf. Also ich glaube, dass sozusagen dieser normative, fast regulative Anspruch an die Kunst, dass wir auf den verzichten sollten und auch darauf verzichten können, weil das, was Künstler heutzutage zu diesen ganzen Themen machen, vor allem auch zu dem von Ihnen angesprochenen Klimawandel, Umweltverschmutzung und so weiter, schon auch ziemlich faszinierend und sehr weitreichend ist. Okay, vielen Dank. Frau Wneck, ist das nochmal eine neue Meldung? Ja, ich habe mich gefragt, ob es da gerade auch wieder so ein bisschen noch so eine Verständniskonfusion gab bezüglich des, was es bedeutet, Wissen zu generieren in der Kunst. Also bezüglich dieser Idee mit, sie müssen keine Zahlen, Fakten und so. Also darum geht es ja, glaube ich, auch nicht, wenn man davon spricht, künstlerisches Wissen zu generieren. Also auch wenn ich es schaffe, jemandem zu vermitteln, wie es sich vielleicht anfühlt, in einer Welt zu leben, in der, weiß ich nicht, keine Pflanzen mehr existieren oder so, ist das ja auch eine Art von Wissensproduktion. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also dass ich eine Art von Wissen produziere,
und dadurch Awareness generiere, also die Leute auf was aufmerksam mache, ist ja nichts miteinander Ausschließendes. Mhm. Ich habe Zahlen, mit denen ich was belegen kann, ist ja nicht die einzige Art von Wissen. Also wenn ich eine Erfahrung vermitteln kann, ist das ja auch eine Art von Wissen, die bei meinem Gegenüber ankommt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da vielleicht gerade so ein bisschen, dass das Verständnis das Problem bei dieser Frage war, weil es ja hieß, es sollten nicht noch mehr Daten und Fakten erzeugt werden. Aber das muss es ja auch gar nicht, um Wissensproduktion zu sein. Ja, super. Ja, dann danke für die Klarstellung. Also das habe ich, das ist jetzt in den wenigen Sätzen von Ihnen sehr, sehr deutlich geworden. Und das ist tatsächlich ja so. Also wer, wenn nicht Künstler oder Künstlerinnen, können beispielsweise zukünftige Welten imaginieren. Also ich rede jetzt nicht über Hollywood, dass die das können, ist eh klar. Aber wir reden jetzt heute Abend über, sozusagen, über Kunst und tun einfach mal so, wir wüssten, was das ist, Kunst. Da gibt es eben tatsächlich ja die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie sieht es aus? Wie sieht diese Welt, wie sieht dieser Globus aus nach der endgültigen Katastrophe? Und dazu eben Bilder zu erschaffen und eben nicht nur irgendwelche Bilder, sondern ich komme jetzt nochmal auf sozusagen das Medium der Darstellung zu sprechen, stellen wir uns vor, diese Bilder sind in Form von Fotografien gemacht. Dann hat eben das Medium der Fotografie aufgrund seines sozusagen aufgrund seines dokumentarischen Charakters nochmal eben eindrucksvollere oder beängstigendere Form, als wenn wir beispielsweise jetzt über eine Zeichnung oder ein Gemälde nachdenken, von denen es auch faszinierende gibt, aber bei denen wir eben sozusagen nicht diesen dokumentarischen Ephedriell sofort haben, wie das eben bei einer Fotografie sein kann. Also das heißt, auch hier gehen sozusagen Inhalt der Darstellung oder Thema und das Medium oder die Technik der Darstellung möglicherweise eben miteinander einher und ergeben eben dann diesen Effekt des Aufrüttelns, von dem Sie gerade sprachen, Frau Wneck. Also eine neue Form des Wissens, die jetzt in dem Fall beispielsweise utopischer Art ist oder Ähnliches. Okay, wir sind eine knappe Viertelstunde über die Zeit. Ich sehe jetzt im Moment keine Wortmeldung mehr. Genau. Susanna, bei dir ist auch ruhig geworden? Bei mir ist auch ruhig, keine weiteren Fragen mehr. Okay, gut. Dann würde ich einfach mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken wollen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Entschuldige mich nochmal für dieses Fiepsen, das wir hoffentlich in den nächsten Wochen loswerden. Und wünsche Ihnen eine wunderbare Woche, ein besser werdendes Wetter. Und erinnere nochmal an den Vortrag von Bettina Paust, hier auf diesem Zoom und auch auf dem YouTube-Kanal nächste Woche Dienstag um 18:30 Uhr und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank, bis bald.